Hey Leute, ich zeige euch heute das letzte Gefecht, was ich in der Bulldog gefahren bin, und zeige euch auch, warum ich diesen Panzer so liebe. Er ist ein richtig starker Stufe 7er Light Tank bei den Amis. Und wir spielen auf Siegfriedlinie. Siegfriedlinie mag ich es, am Anfang hier hinzufahren, weil man da die komplette rechte Seite schon mal spotten kann. Zum Beispiel spotte ich da gerne die Arti. Und man kriegt eigentlich ziemlich oft die Arti direkt am Anfang raus, wenn er jetzt ein oder zwei spottet. Ich versuche jetzt, glaube ich, erstmal selber auf die zu schießen, aber ich habe noch nicht nachgeladen und unsere Artikel. Und jetzt kommt es. Jetzt werdet ihr sehen, warum dieser Panzer so abnormal stark ist. SJ2, japanischer Premium 8er Medium Tank. Und ich bin ein 7er Light Tank. Er schießt daneben, was will er machen? Ich habe den kompletten 8er mit einem Magazin rausgenommen. Und er hätte nichts dagegen machen können. Außer vielleicht nicht so dumm nach da vorne fahren. Aber ansonsten war das einfach nur richtig stark von diesem Panzer. Und das liebe ich an dem Autoloader. Weil viel Zeit in Light Tanks verbraucht man eben mit Spotten oder mit Rumfahren. Und ich finde, da braucht man das Einzelschuss überhaupt nicht. Man muss nicht die ganze Zeit schießen können. Zum Beispiel jetzt gerade habe ich doch überhaupt gar nicht die Möglichkeit überhaupt zu schießen. Da finde ich den Autoloader viel besser für solche Situationen. Ich spotte hinten den Jagdpanzer. Wollte erst wissen, ob ich gespottet bin, aber ich habe keinen sechsten Sinn. Und ja, bis der VK da macht, weiß ich nicht. Ich versuche auf jeden Fall noch Nutzen auszuziehen, schieße auf den Jagdpanzer. Aber jetzt seht ihr, was der Autoloader auch seine ganze. Ich ziele auf die Ketten, aber leider geht's nicht rein, weil die Genauigkeit echt nicht gut ist. Nur theoretisch, ich glaube, der Jagdpanzer hat 850. Jo, 850. Habe ich vielleicht ein bisschen zu sehr auf die Seite gezielt. Aber ansonsten ziemlich viel Pech gehabt. Aber jetzt schon, na, wie viel ist das? 2 Minuten? Schon 2000 Schaden, das ist super gut in jedem Light Tank. In jedem 7er, im 8er. Aber Lights sind ja sowieso vom Matchmaking her eine Stufe darüber. Also, ich würde sagen, Lights sind irgendwie so zwischen 7 und 8. Dieser Panzer ist vielleicht ein bisschen stärker. Ich finde, stärker als ein 8er. Im 8er. Meiner Meinung nach. Aber ich habe auch die meiste Zeit, ich glaube 30% oder so, Light Tank gespielt. Darum bin ich da am besten, fühle mich da auch am wohlsten. Zum einen, weil ihr habt es ja gerade gesehen, weil Light Tanks unfassbar gute Kanonen haben können, so wie der hier. Da hätte ich auf den Tiger 2 schießen können, aber ich entscheide mich dagegen, weil ich weiterfahren will. Und das andere ist, was ihr gerade seht, die Geschwindigkeit einfach. Man kann von A nach B so schnell kommen, das ist super effektiv. Man muss die ganze Zeit auf die Minimap gucken und sich, ja, Situationen überlegen, wo man jetzt Schaden machen kann. Zum Beispiel dieser VK, ich weiß, der ist alleine. Ich gucke auf die Minimap, alles andere war gespottet da hinten. Jetzt versuche ich hier beim Fahren zu schießen, treff leider nicht. Prall da jetzt einmal ab, treff jetzt dafür einmal. Hast hier einen, der Tiger nimmt sich den Kill leider. Klappt nach, ich denke es steht 8 zu 7, schaffen sie schon. Ich gehe mal kurz Artis killen. Das ist auch schön. Wer kennt's nicht, wenn man Heavy spielt, man kriegt die ganze Zeit von Artis auf und sagt, ich hasse sie einfach. Und dann nach einem so behinderten Heavy Match, in dem du nur von Artis kassierst, einfach Light Tank rausholen und das jetzt machen. Ich habe beide gespottet, fahre ein bisschen zurück, damit die mich nicht sehen können, sobald ich schieße. Warte, bis nachgeladen ist. Ich will erst die Art killen, weil die gefährlicher ist. Ich glaube, die Hummel macht nur 600 oder so. Vielleicht auch ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob die mich killen. Die Tiger-Pace raus. Und, wo ist die Hummel? Ich fahre ein bisschen nach vorne, um zu spotten. Ich weiß nicht, was da passiert. Vielleicht ist sie jetzt zurückgefahren oder so. Kein Plan. Und jetzt habe ich ein bisschen Glück. Ich mache nämlich einen Two-Shot. 160 mit dem ersten Schuss, 161, ich glaube, das macht 150 Schaden. Genau, 150 mit 175 Durchschlag. 175 ist super gut. Jetzt lade ich ein weiteres Mal nach. Und ihr seht, ich brauche gerade gar nicht zu schießen. Ich hätte vielleicht bei den Artis nicht 2-3 Sekunden warten müssen, aber ich denke, das ist es wert. Und jetzt für den TVP. Ich komme ja jetzt von hinten. Und dem kann ich natürlich auch jetzt ordentlich Stress machen mit dieser Kanone. Der Einzelschuss zwar auch, aber die Einzelschuss ist meiner Meinung nach
nicht mehr so stark. Früher, als die, glaube ich, 3 Sekunden oder so hatte, da war die richtig stark. Aber jetzt ist der Autolader meiner Meinung nach stärker. So, 135. Bisschen low roll. Nochmal low roll. Aber ich krieg ihn. Jetzt noch auf den Tiger. Und dem Tiger geht's nicht mehr gut. Armorack von der A-Team fliegt der Turm ab. Und das war's eigentlich für dieses Match. Der Typ hat keine Chance mehr. Er hat jetzt noch 17 Sekunden auf Cap. 14. Unser Judas fährt ran. Ich versuche hier zwischen zu schießen. Treff leider nicht. Und prall von hinten ab. Wie auch immer. Aber das war's für das Match. Das Match war natürlich ein Panzerass. Mit dem 3x XP, 4500 XP habe ich dafür bekommen. Ich habe dem STR-1 hier mit einem Magazin das komplette Leben gezogen. Dann wurden die Kette und Munilager getroffen. Dann hat er so langsam geschossen wahrscheinlich. Mein Gegner hat auch Munilager getroffen. Mit dem habe ich, glaube ich, die Ketten weggeschossen. Und hatte auch nur die Ketten mit Radiogeräte bis zur Unendlich. Oh, ich bin ganz oben vom Schaden her mit 3500 Schaden, 4 Kills von SB auch. Habe in dem Match ohne Premium-Account 25.000 Credits plus gemacht. Das ist ganz gut für... Und vor allen Dingen war es nur ein 5-Minuten-Spiel, das ist auch sehr gut.